es geht weiter mit Let's Play Gothic 3. Und wir haben ja letztens einen Auftrag vom Anführer hier in Gelden gekriegt, vom Schamanen Krog. Und der möchte, dass wir das Geheimnis des Druiden Runag finden. Und den Druidensuchtrupp im Norden finden. Tja. Und diesem Auftrag werden wir natürlich nachgehen. Und ich werde mich zum Druiden Runag begeben, beziehungsweise zum Suchtrupp. Aber da sich der ziemlich weit weg befindet und der Weg relativ lange ist, mache ich das offscreen, denn sonst ist das Video schon zu Ende, wenn ich dort ankomme. Also, bis gleich. So, also, ich bin jetzt hier angekommen. Beim Suchtrupp der Orks, beim Druiden. Die greifen gerade wildes Tier an. Aber den Namen habe ich bereits gesehen. Super, jetzt greifen die alle die wilden Tiere an. Egal, dann helfe ich ihnen halt. Das sind noch mehr von den Viechern. Ja, wo? Ich sehe kein Tier. Doch, da hinten. Waage, okay. Toll, jetzt kommen überall die Waage her. Egal. Helfen wir ihnen. Na, ich hab's gewusst. Ah, warum müssen die gerade jetzt angreifen, diese Viecher? Das ist total unnötig. Ah, ich muss doch mit dem Ork reden. Boah, diese Ladebildschirme sind mir ewig lang. Komm. Geht's nicht schneller? Okay. Komm. Jetzt, so. Red, ich will mit ihm reden. Du bist im Auftrag von Grog unterwegs? Warum willst du das wissen? Grog wartet immer noch auf deine Antwort. Was glaubt ihr denn? Dass es ein Kinderspiel ist, die Druiden ausfindig zu machen? Ich werde hier bleiben und weiter das Gebiet durchsuchen. Kann ich dir helfen? Ich bin davon überzeugt, dass sich in dem Waldstück da unten am See ein Druide versteckt hält. Ich vermute allerdings, dass auch eine Schar von Waldläufern dabei ist. Ich würde dieses Schwein von Druide nur zu gerne tot sehen. Ich werde den Druiden für dich töten. Na, wer sagt's denn? Endlich mal einer, der Mumm hat. Dann versuch mal dein Glück, Morra. Okay, etwas, was ich noch vergessen habe zu sagen. Auf dem Weg hierhin habe ich einen Lebensenergietrank getrunken. Ja, also wir sollen ja jetzt zu dem Waldläufer gehen. Der befindet sich hier unten. Weil ich denke, hier unten. Ja, ja, genau. Hier ist er. Kann ich mich sogar noch erinnern. Cool. Also, ich mach mal eine Neuaufnahme, weil irgendwie... So, keine Aufnahme, irgendwie ist mir das komisch vorgekommen. Ist das Spiel schneller gelaufen oder... Egal. Da drin sehen wir noch schon, reden wir zuerst mal mit ihm. Zuerst aber speichern. Hier, hört er wieder 15. Tja, und reden wir mal zuerst mit ihm. Komm, speicher. Speichern und laden dort immer ewig. Also reden wir mit ihm. Dunkel sind die Wolken über den Wäldern Myrtanas. Wer sucht mich in dieser Stunde auf? Ich bin... Ah, du bist es. Der Entscheider. Du kommst in der Zeit, da wir deine Hilfe brauchen. Wer bist du? Mein Name ist Runag. Ich bin Druide. Der Älteste. Und manche behaupten, ich sei auch der Stärkste. Am besten. Wieso nennst du mich den Entscheider? Der Krieg der Götter tobt seit Anbeginn der Zeit. Innos und Belia streben nach der Herrschaft über die Welt. Wenn er so weitermacht, was hat das alles mit mir zu tun? Du bist auserkoren, den Krieg der Götter zu entscheiden. Adanos selbst hat dich von jeglichem Einfluss der anderen Götter befreit. Du allein hast die Macht, nach deinem freien Willen zu entscheiden, auf welche Seite du dich schlägst. Erzähl mir mehr über den Krieg der Götter. Adanos wollte, dass die Bewohner der Welt allein über ihr Schicksal entscheiden. Alle, ob Menschen oder Orks, sind jedoch dem Einfluss ihrer Götter unterworfen. Die Völker der Welt kämpfen im Namen ihres Gottes um den Sieg. Dieser Kampf dauert an, bis eine Seite geschlagen ist. Also, gehen wir zuerst zurück und
Schau mal, was zeig mir deine Ware. Für Waren hat. Mhm. Waldläuferkleidung. Können wir die so anziehen, oder? Wahrscheinlich, oder? Du hältst dich da raus. Noch nicht. Beweise Nein. erst einmal, dass du es auch Gut. wert bist. Das heißt, es geht nicht. Die Druidenrobe finde ich auch nicht. Noch nicht. Beweise Klar. erst einmal, dass du es auch wert bist. Tja, dann werde ich jetzt nochmal speichern. Also. Ja, komm. Das ist wirklich total nervig, dass es so lange braucht. Aber schnell speichern? Nein. Ich weiß gar nicht, ob das hier geht. Aber egal. Ihr müsst mir nicht antworten, denn ich benutze es sowieso nicht. Also, ich glaube, es geht mit Marvel-Mode an. Egal. Also. Das haben wir ihn doch schon gefragt, oder? Wieso nennst du mich den Entscheider? Der Krieg der Götter. Ja, das hatten wir Innos schon. Und Belia streben nach der Herrschaft über die Welt. So. Also, dann sagen wir mal das. Du wirst nicht lange genug leben, um jemanden von meiner Existenz zu unterrichten. Wenn das dein Weg ist, so muss ich das akzeptieren. Ich werde es aber nicht kampflos hinnehmen. Dir werde ich helfen. Okay. Haha, was ist das? Der Zauber, den ich ihn gerade angreife. Also. Werden wir jetzt gleich wieder nicht niederstechen? Ja, wusste ich's doch. Was sollte der Scheiß wieder? Wollt ihr wohl damit aufhören? Heißt wer, der steht auf und trifft mich damit, beschießt mich damit einem Feuerball. So. Komm, jetzt will ich den da drin aber endlich erstechen, das ist gefährlich. Herr Skibitte! Beim nächsten Mal kommst du nicht. Stich zu, du Vollidiot! Das ist ja ein Scheiß. Warum sticht der nicht zu? Wehe, der Held. Nein! Wehe, der Held sich da. Fick dich. So eine Scheiße. Ernsthaft. Scheiß Schattenläufer hier. Das gibt's doch nicht. Da lade ich nochmal und rede die ganze Scheiße nochmal mit dem. Nur weil die Steuerung so beschissen ist und er nicht zusticht und so verdammt lange braucht zum Zustechen. Was soll denn der Scheiß? Kann ich etwas schneller zustechen? Und warum muss ich überhaupt zustechen, wenn er mich auch angreift? Ist eigentlich sinnlos. Egal. Egal. Jetzt komm. So. Du wirst nicht lange genug leben, um jemanden von meiner Existenz zu unterrichten. Wenn der... Ich will... Na warte, ja. Bürschchen. Nein, du beschwörst das Vieh nicht. Wehe, ich kann dich jetzt nicht sofort erstechen. Ich ersteche dich sofort. Komm. Endlich! Ruf bei den Orks und ruf in Geldern. Endlich! Töten wir noch die Waldläufe, wir sind gründlich. Wehe, die bringen mich jetzt um. Okay, die sind jetzt immerhin rot, da muss ich nicht zustechen. Du verdammte Scheiße, nein, ich mache jetzt nicht mehr die Waldläufe. Ich töte jetzt nur noch den Druiden. Die Waldläufe sind mir scheißegal. Schneller geht's nicht. Schneller geht's nicht. Endlich, zum dritten Mal. Halt's Maul. Wehe, jetzt stichst du nicht wieder sofort zu. So wie vorher war's gut. Nein, hör nicht damit auf. Ja! Fuck, soll ich dir noch durchsuchen? Ja, ich wage es. Ja! Renn! Bleib stehen!
Ja, ich bin sie los. Endlich. Scheiße. Boah, vielleicht überziehe ich den Part. Das ist mir scheißegal. Ich glaube 2 Minuten, das habe ich noch. So. Der Druide Runak ist tot. Der Druide Runak ist tot. Das wurde auch Zeit. Ich suche das Schwein schon seit Tagen. Dann nehme ich mir jetzt mal eine Auszeit, bevor ich zurückgehe. Hab sie mir verdient. Dann ruhe ich mal aus von der schweren Arbeit. Endlich. So, also. Ich hoffe, das Video geht nicht über 15 Minuten, sonst müsst ihr es halt in 2 Parts sehen. Also, wirklich überschreiben. Sonst ist halt ein Part nur 1 Minute lang oder so. Also, nach Geldern und Krog davon berichten. Geldern. Ja, komm, geht das nicht schnell. Manchmal teleportiert sich der total schnell und manchmal so lahmarschig. Hallo? Okay, es geht weiter. Schön. Boah, laufen. Und ist er da? Ja, er ist da. Speichern, auf jeden Fall speichern. Das ist der richtige Spielstand. Okay, jetzt reden wir mit ihm schnell. Ah. Hier, ich habe den Druidenstein des Druiden Runak. Das ist es, was ich gesucht habe. Der Stein enthält die Geheimnisse der Kraft der Druiden. Jetzt werden wir uns besser gegen diese Waldbewohner wehren können. Gut gemacht, Mörder. Hier ist dein Lohn. Borlock sagte mir, dass er seinen Auftrag fortsetzt, nach den Druiden zu suchen. Gut. Das wurde ja auch Zeit, dass er von sich hören lässt. Der Druide Runak im Norden ist tot. Wunderbar. Gute Arbeit, Mora. Hier, nimm dies. Ja, schön. Wir haben jetzt 25 bei den Orks und können uns hiermit eine normale Söldnerrüstung kaufen. Aber der Part von Let's Play Gothic 3 ist schon zu Ende, also bis zum nächsten Mal. Adieu.